Das war nicht normal. Bin ich tot? Wollen wir wenigstens in der richtigen Reihenfolge? Bin ich? Naja. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Weg. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Zum Hindrehen. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Stimmt. Oh, Controller getrennt. Ja, das ist in Ordnung. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, ja, sofort das sind behandelt wir. Zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Ne, wir wissen ja, dass es schlimm ist. Ne? Wir haben ja wahrscheinlich nur noch Minuten zu leben. Soll ich den ganzen Tag warten? Ja, das kannst du ja auch machen. Aber sag mir die ganze Wahrheit weg. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg. Für die Geschichtsbücher. Na. Naja. Na, was ist los? Wenn du was zu sagen hast, weg. Sag's einfach. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Oh, da ist Misty da hinten. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, wir nehmen das Erste, ne? Weil ich weiß nicht, ob er uns noch sagt. Wie? Ja. Ja. Ich weiß, Vic. Ich versuch's. Bald. Nein. Du tust es jetzt. Siehst du das Zeug da drüben? Ja. Welches Zeug? Was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt. Still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Ja. Locker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Oh, Biomonitor sieht aber so. Was ist los? Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrezin, Rogue, Sakatauer. Nee, wir wollten das nur nicht. Nur so haben wir eine Chance. Wir wollten doch was ganz anderes. Nicht nö, das finden wir nicht. Erst auf dem Dach, erst auf dem Dach. Okay, das dann denken wir halt nochmal nach. Ich muss das übernehmen. Ich dachte, wir wollten hier übernehmen. Du willst dir das hören, Samarthan? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest. Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Pistole und Pillen, als ob wir... Haben wir keine Waffen mehr? Wo sind unsere Waffen?
Misty. Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Sorry. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Nee. Für keinen von euch. Das ist schon die ganze Zeit nicht einfach. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Oh, da waren wir doch schon. Ich weiß doch, wo es ist. Ich weiß es doch mit dem Fahrstuhl. Er ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Ja, alles hängt mit Jackie zusammen. Das ist es doch. Kommst du, Johnny? Ist der da hoch oder waren wir schon mal? Ganz oben. Jawohl. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Hm. Nachdem wir hier waren. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt auch das Glück haben, dass wir uns entscheiden können. Ah, schon besser. Nein. Luft. Ist ja schon da. Siehst du die? Was? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Ja, das machen wir auch, aber ja. Ja, gut, das ist ja beides, ne? Es ist, glaube ich, jetzt ist es noch egal, was wir machen. Unten diese. Jawohl. Danke, Misty. Du hattest recht. Wir können uns auch einfach eine Kugel geben. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Er ist eine Legende geworden. Für uns auf jeden Fall. Ich lasse dich jetzt allein. Danke dir. Nimm dir Zeit. Machen wir. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Judy. Das oh nein, Judy. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Ja, Judy auf jeden Fall. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ja. Judy. Hm, ja. Die ist sogar mir ans Herz gewachsen. Das ist ja selber zum Weichei geworden. Hey, Judy. Oh, hi, V. Was geht ab? Der Tag, als wir schwimmen waren. Das war cool, oder? Was du da gesagt hast. Darüber, was du in mir spürst. Den Tod. Ja, es wird Zeit. Ich muss mich dem stellen. Vielleicht klappt es nicht. Aber ich versuch's. Hör zu, was immer du auch vorhast. Sei vorsichtig, okay? Ich warte hier auf dich. Danke. Ich tue mein Bestes. So, seht ihr da gegenüber, ne? An der Werbetafel, da ist gerade Werbung für ein Relic. Gut, dass du angerufen hast. Ob das ein Zufall Diese ist? Diese Chance hatte ich damals auch gern gehabt. Auf jeden Fall mega witzig. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen.
Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Alter. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. So, und jetzt finde ich, dass wir wollen keins von dem. Ich soll das untere sagen? Dann aber doch nicht. Achso, wir sollen erstmal sagen und dann doch nicht. Also nicht, dass ich jetzt hier das Falsche mache. Kann ich hier speichern? Speichern derzeit nicht möglich. Okay, also ich soll das untere sagen, ja? Ganz sicher. Nicht, dass wir dann... Ne? Nee, Panem... Nee, Panem nicht. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Das Blaue? Ah, okay. Warte. Gib mir noch eine Minute. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Hm. Und jetzt noch ein anderes und dann nicht, oder was? Einfach Schluss machen ist ja auch nicht das Richtige. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka... Erstmal hin und her und hin und her. Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Nee, wir brauchen noch ein bisschen. Wir brauchen dann. Wir sind noch nicht so weit. Noch eine Minute. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Dann können wir ja noch mal Panem machen. Und fragen, ob sie... 5 Minuten müssen wir hier warten. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Können wir da einfach zurücklehnen und gar nichts sagen. Sind die schon oben? Er sagt zuerst was, dann machen wir erstmal Panem. Ich werde Panem um Hilfe bitten. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Nein. Ich brauche noch einen Moment. Ich brauche noch einen Moment. Gib mir noch eine Minute. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Könnte sich ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir Inspiration. Vielleicht sagen uns die Sterne irgendwas. Sehen wir Sterne? Ja, doch, ein bisschen Sterne sehen wir. Was sehr unwahrscheinlich ist in einer Stadt, die so viel Neonschilder hat, dass wir ja wirklich Sterne sehen, aber okay. Wir, wo da oben die Wohnungen sind. Ach, guck mal, da gehen sogar wirklich Lichter in den Zimmern an und wieder aus. In dem Gebäude da oben. Ja. Verrückt. Erstmal gehen sie eher an. Ah, da ist schon wieder eins ausgegangen. Interessant. Die Musik hat auch im Hintergrund, die hat voll was von Blade Runner gerade. Es ist ja auch so ein Blade Runner-Moment. Ne? Entscheidungsweg. Zu so einem... Ich glaube, an so einem Dach, Hausdach, ist so das Ende von Blade Runner gewesen. Es hat nur geregnet. Ach, Johnny, da sind die Pillen. Welche schlucken wir? Da ist die Pistole. Das Radio ist zum Glück aus.
Und da im Hintergrund läuft die Relic-Werbung. Schwer zu entscheiden, welcher deiner Freunde jetzt sterben muss. Hm? Die gute Nachricht ist, einer deiner Chums ist schon tot. Er wäre geehrt, dich auf einem Selbstmordtrip zu begleiten. You, me and Arasaka Tower. Klingt nach einem Songtext von Eurodyne, ich weiß. Aber das wird absolut Nova. Und jetzt müssen wir aber wie lautet dein Plan machen, oder? Nicht das Erste. Ja. Und was genau sieht dein Plan vor? Plan? Naja, wir können es auf die Rogue-Art machen. Ich würde sagen, du schnappst dir die dickste Wumme, die du finden kannst, gehst durch den Vordereingang und mähst dir den Weg frei. Das ist genau das, was wir am besten können. Und wenn Mikoshi so weit unten ist, wie Hanako behauptet, musst du nur den Fahrstuhl finden. Na dann, Leute. Ich würde sagen, los geht das geheime Ende. Wir machen es. Also in den Streamtitel. Ja, das ist eine gute Idee. Das geheime Ende von Cyberpunk. Was hast du gesagt? Ja, ja, Sandy Vistan. Tower. Max, du musst noch Groß- und Kleinschreibung lernen. Das ist ja schrecklich. Fertig. Das ist ja schlimm. Alright. Kann ich jetzt speichern? Natürlich nicht. Man kann natürlich nicht speichern. Los geht's, Leute. Los geht's. Das geheime Ende von Cyberpunk 2077. Wir starten. Wenn ich schon sterben muss. Dann am besten in Flammen mit der Waffe in der Hand. Nur ich, sonst niemand. Du hast gerade zusammengefasst, wie man zur Legende wird. Schnapp dir dein Eisen. Los geht's. Willkommen im Arasaka Tower. Willkommen. Feiern wir, Waffen und andere gefährliche Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen ein angenehmes. Alter, der. Vorsicht, das ist deren Gebiet. Sie haben das schon tausendmal geübt. Na komm. Alter, das ist ja wie Super Sanivistan, oder was? Oh, eins habe ich hier geht's tatsächlich nicht nach oben, ne? Und ich habe schon was verloren. Ja, das ist das Ende des Spiels, so sieht's nämlich aus. Aufgelevelt. Die Luftflug waren die Labors unterirdisch. Sollten den Fahrstuhl suchen. Scheiße, der will einen Zugangschip. Wir brauchen eine Wache mit Autorität. Kommst du hier so nicht raus? Tschüss. Digga. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich versuche hier was zu machen. Sieht so aus, als ob er irgendwas kann.